Ja, wieder eine Falle hier, ja? Diesmal kriegt er mich nicht. Ah, nein! Okay. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. In der letzten Folge sind wir ja hier in den Fernseher gesaugt worden. Und dann auch gleich wieder ausgespuckt worden. Oder war es nur eine Vision? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und jetzt, ohne weiteres, gehen wir weiter. Durch die verlassene Stadt, wo nur Kleidung rumliegt und keine Menschen sind. Wahrscheinlich habe ich auch eine Mütze übersehen. Aber... Schuhe. Gut, das kennt man ja eigentlich, ne? Dass die Leute ihre Schuhe auf die Hochspannungsleitung schmeißen. Oh Gott, ein Kinderspielplatz. Gruselig. Na gut, ein Spielplatz ist es nicht wirklich, ne? Ist ja nur ein Gerät. So eine Wippe. Da ist ein Hut. Kein Hut für uns, oder? Jo. Ich glaube nicht, dass ich da nach hinten muss, ne? Sieht mehr so aus, als müsste ich darüber in den Spielplatz. Kann man das verschieben? Oder ziehen, ziehen, ziehen. Ah ja, ziehen. Weit genug, ne? Ja, komm, Six. Alter. Die Augenuhr. Wollt zuerst hier ein bisschen spielen, oder? Six, komm. Kann man gar nicht interagieren mit dem Ding? Schaukelt vielleicht? Gemeinsam? Nicht? Komm, ich zeig dir die Schaukel. Schade. Hinten liegt noch ein Dreirad. Ein Ball. Komm, Six. Ich bin Ball. Nein! Ich will ein Tor machen. Vergehe ich nicht. So. Haha! Och, da ist ja auch so ein Fluchtversuch. Den werden wir jetzt gleich als Eingang benutzen. So ein hübsches Bild. Und Minischuhe. Minischuhe. Und da brennt's im Mülleimer. Oder was es sein soll. Schirmständer. Eine Dose. Ja, gut. Nicht alles gleich mitnehmen. Schöne Bilder. Wunderschön. Ich will jetzt den Hebel ehrlich gesagt noch nicht betätigen. Weil ich nicht weiß, was da passiert, ne? Wie sieht denn der aus?
echt gruselig. Jo, was holt ihr einfach den Würfel? Six, ist das dein Würfel? Das Glas, geht's kaputt? Ja, cool. Geh mal da hoch. Gibt's hier nichts Besonderes? Verstecktes? Mütziges? Ich bin nur auf Mützenjagd hier. Hier, der Würfel, den hast du vorhin genommen. Der was zu bedeuten. Nein. Okay. Schublade. Nee. Vielleicht übersehe ich auch was. Klopapier. Klopapier ist sowieso das wichtigste Utensil. Seit Corona. Ja, stell die Dose schon hin. Ja, genau. Ja gut, dann betätigen wir den Hebel draußen und schauen mal, was uns das bringt. Dachte ich mir, dass da nur das Licht ausgeht, aber ah, hey, hier. Da drüben ist anscheinend ein versteckter Raum. Wie kriege ich das Bild weg? Kann ich irgendwas ranschieben? Nee. Also muss es anders gehen. Rätselspaß. Ah, die Tür kann man weiter aufmachen. Ich habe gar nicht probiert, ob man die andere Tür bewegen kann. Aber jetzt, wo das Licht aus ist, habe ich bestimmt was übersehen. Hundertprozentig. Ja, hört sich nicht. Ist hier hinten noch was? Nee. Nur Nebel. Ja, soll ich da was reinwerfen in die Löcher? Vielleicht. Hallo. Ach, sogar richtig. Witzig. Oh mein Gott. Die kleinen Schüchchen. Ist hier die Einzelhaft oder wie? Was? Schuh. Ja, okay, Six, komm her. Komm her. Hüpfi, hüpf. Ah! Achso, doch, da geht's weiter runter jetzt. Ja. Dann kriechen wir halt weiter. In die Gedärme der Stadt. Ja. Auf gegen die Wand. Schon Six, hilf mal.
Oh, was kommt da jetzt? Pinocchio? Ah! Oh Gott! Ah, oh Gott! Hilfe! Ah, wenigstens bin ich jetzt wieder wach. Vor allem die Falle hier, ne? Ich wollte den Ball haben. Da ist noch einer. Noch ein Wicht. Komm her, du Wicht. Das hat gespeichert, okay. Schade, da gibt's auch nichts. Ah! Ah! Ich sehe die Bretter nie. Alter! Hört mal auf jetzt. Jetzt wieder Klopapier. Ah! Leute! Wir tun euch nichts. Komm, lasst uns doch. Vor allem sind da alles Schuhe drin gewesen, oder? In dem. Psch, 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 psch. Hallo, hallo. Geh ja nicht. Tritt ja nicht auf das Brett. Der Zim-Zim-Affe. Los. Ja, Six, komm. Boah. Wie geht's jetzt weiter? Aha. Aha. Ja, wieder eine Falle hier, ja? Diesmal kriegt er mich nicht. Ah, nein! Okay. Gut gemacht. Das ist einfach. Es ist so gemein, ne? Das ist einfach nicht das Brett hier, sondern das. Ah. Schlau. Ja, Buntstifte, komm. Nimm mit. Malen wir ein Bild. Minischuhe. Ich trau mich nicht mehr auf den Boden zu gehen. Chicky, ja. Wollt ihn haben? Was war das jetzt? Bei jedem Geräusch. Ah! Verdammt! Nein! Hilfe! Was seid ihr denn? Das sind Mini-Puppen. Sind gar keine Wichte. Alter, was? Gib mir den Hammer, komm. Nimm mit.
Alter. Die hässlichen. Ich und mein Freund, der Hammer. So war es nicht geplant. Nein. Verdammt. Nochmal. Yeah. So. Haha. Hammer time. Ah, bist du eklig. Echt. Nein. Nein, nein, nein. Ah, okay. Ich muss einfach nur leer machen. Gut. Gut, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt gecheckt. Und der killt sich eh selbst. So, mein Lieber. Zack. Ekelhaft. Ja. Komm, 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 ja, komm. Cool. Scherbenkopf. Ja, ja, den Hammer brauche ich noch, komm. Hat der da einen Frosch aufgeschlitzt oder was? Ihhh. Ja toll, jetzt kann ich den Hammer nicht mehr mitnehmen. Ganz kurz, ich weiß, ihr mögt es wahrscheinlich nicht, aber ich muss gucken, ob ich hier noch irgendwas verloren oder vergessen habe. Ich bin immer so abgelenkt. Nee. So. Hier gibt es wieder kein Zurück mehr. Alter. So, hier brauche ich einen Schlüssel. Vor allem bräuchte ich Six wieder. Ich kann die ja nicht allein lassen jetzt. So, hier Garderobe. Hier muss doch mal wieder ein Hut sein. Das gibt's ja nicht. So, zuerst habe ich zwei gefunden, jetzt finde ich gar nichts mehr. Oh, Frau Lehrerin. Oh. Nein, 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 was? Ich wollte den Unterricht nicht stören. Was? Wie? Achso, ich muss weglaufen. Ah, okay. Ich dachte, ich... Aha. Aha. Aber ich dachte gerade, man muss einfach nur währenddessen sie schreibt, sich bewegen. Und wenn sie aufhört, laufen. Und wo soll ich dann hin? Hier gibt's ja nichts. Ich höre einen Fernseher. Aha, aha, aha. Da ist was versteckt. Hier ist irgendwo was versteckt. Hier drin. Ja. Lölölöl. Hier ist so ein Störsignal. Ja. Und das wird dann unser Versteck, oder wie? Das ist ja auch blöd. Ja, vielleicht muss ich gar nicht weglaufen, ne? Leute, was denkt ihr? Wie komme ich hier weiter?
würde sagen, ich mache ja mal Schluss für die Folge. Danke fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie es weitergehen könnte. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.